Lieberei, das ist der 6. Dezember, Nikolaustag. Wie der Winter statt heuer war, das zeige ich euch in dem kurzen Video. Es ist soweit. Es ist der 26. November um 8:45 Uhr und wir sehen die ersten Schneeflocken für die Wintersaison 2021-22. Es sind die ersten zarten Versuche, aber nach gut einer Stunde ist dort, wo der Boden blank ist, auf der Erde schon der erste Unterschied gut zum Sehen. Das war's dann auch bald wieder. Aber so richtig Fahrt nimmt das Ganze dann am 27. in der Nacht auf und das bedeutet, am 28. um 6 Uhr in der Früh bin ich dann schon unterwegs zum ersten Fräseinsatz. Wie man sieht, hat sich da schon ganz schön was angesammelt, aber wenn ich dann in den Garten angekommen bin, hat das Ganze eigentlich eh wieder sehr friedlich ausgeschaut. Und das ist dann so ein Moment, wo man das erste Mal das Gefühl hat, ja, bis Weihnachten ist es nicht mehr weit und irgendwie kann man sich schon drauf freuen. Und dann geht der Wintereinsatz los, die ersten Runden rund ums Haus. Das ist halt die Natur des Menschen, man hat es halt lieber bequem und möchte lieber trockene Füße, als wie im Tiefschnee um und umstapfen, auch wenn es nur so schön ausschaut. Die nächsten Tage verlaufen dann wechselhaft mit Sonne und Schneeregen. Somit präsentiert sich der Barbaratag, 4. Dezember, mit einer leichten Schneedecke von 5 cm. Barbaratag heißt natürlich, es ist der Brauch, Zweige vom Obstgehölz zu schneiden und sie in die Vasen zu stellen und zu warten, dass sie dann am 24. austreiben. Zu dem Zweck hole ich mir vom Grafensteiner Apfel ein paar Zweigerl. Und auch die Forsythie als Zeigerpflanzen gehört zu den Gewächsen, die man für den Zweck verwenden kann. Vom 4. auf 5. beschert uns dann auch noch mal richtig Schnee. Die ganze Nacht und der ganze 5. haben wir mit Schneefall und haben zum Schluss dann so 20 bis 25 cm Neuschnee. Damit haben wir am 6. Dezember, Nikolaustag, eine wunderschöne Winterlandschaft, wie man sich das wünscht. Und haben einen moderaten Start in die neue Saison. Das war's vom Winterstart. Danke fürs Schauen, macht's es gut, bleibt's gesund, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.